Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Insurgency Sandstorm. Ich habe mal gedacht, ich mache euch mal ein kleines Update-Video, denn das letzte Tutorial, wie werde ich besser Video, ist auch schon wieder anderthalb Jahre her. Boah, wie die Zeit vergeht. Jetzt kommt mir vor, als ob ich das Video gerade gestern aufgenommen habe. Nein, aber es war im April 2019. Holy shit, Mann, die Zeit vergeht. Dies ist quasi die Fortsetzung, das Fortsetzungsvideo zu dem damaligen rund 40-minütigen Video, wo ich so quasi so die ganzen Basic-Sachen mal erklärt habe, wie ihr quasi in Shootern oder auch in diesem Insurgency Sandstorm Game besser werdet. Das blende ich euch oben rechts in der Ecke mal ein an dieser Stelle. Könnt ihr dann draufklicken und euch das primär zuerst angucken oder mal durchseppen oder sowas. Denn dieses Video hier soll sich eher an die Leute richten, die schon so ein bisschen mehr Erfahrung in dem Spiel haben. Ja, klar, ihr könnt das jetzt auch angucken, wenn ihr keine Ahnung habt, aber dann ist es quasi Content, der eigentlich eher relevant wird, wenn ihr wirklich sagen wir mal schon so 100 Spielstunden habt und so weiter. Ich bin jetzt bei knapp 900 Spielstunden, das entspricht, okay, mein Level kann ich gerade nicht sehen, ich bin glaube ich Level 751 oder sowas. Ich habe knapp 950 Spielstunden in dem Spiel und dadurch kann ich euch natürlich entsprechende Tipps geben, die ich in diesem Spiel ja mir quasi im Laufe der Zeit erarbeitet habe oder auch durch Freunde rausbekommen habe und dergleichen. Also quasi meine eigene Erfahrung quasi wiedergeben. Und in diesem Video soll es, wie gesagt, um diese erweiterten Möglichkeiten gehen, wie ihr euer Spielprinzip oder euer Gameplay-Erfahrung quasi noch weiter optimieren könnt. Selbst wenn ihr jetzt denkt, ihr seid gut, ich spiel halt nur Cooperative, ihr wisst das ja, oder die meisten Leute, die mich kennen oder die meine Streams gucken, wissen, dass ich meistens so Cooperative zocke. Ich mag einfach dieses schnelle Movement und dieses overall halt faste Gameplay irgendwie um einiges lieber, als jetzt, sag ich mal, dieses, ja, PvP, ich schleiche jetzt hier in der Mauer lang und bin übelst vorsichtig, dass ich nicht von irgendwo einem Klick kriege vom Sniper oder so. Das ist nicht so mein Spielstil. Ich mag es eher ein bisschen hektischer, deswegen zocke ich halt eher Koop. Weil die Bots sich, wie gesagt, da nicht so sind wie die menschlichen Spieler. Aber das macht einfach mehr Spaß. Und wie gesagt, jedem das Seine, wenn ihr eher PvP spielt, könnt ihr diese Taktik natürlich auch dafür anwenden. Aber ich sag mal, in erster Linie richten sich diese entsprechenden Tipps auf Koop-Gameplay. Ja, wie gesagt, ich habe mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich quasi hier im Video erzählen möchte. Ich sehe auch immer wieder, aufgrund dieser Erfahrung, die ich eben habe und der Tatsache, dass ich immer wieder mit verschiedenen Leuten spiele, wie eben auch andere Leute spiele, denn ja, selbstverständlich, ich sterbe in diesem Spiel, was unter anderem daran liegt, dass die Bots natürlich extrem heftig skalieren bei mir inzwischen, aber auch der Tatsache, dass ich vielleicht hin und wieder auch mal einen Fehler mache, das ist, denke ich, menschlich. Und ja, es gibt aber trotzdem immer wieder Leute, denen ich eben zugucke und wo ich die klassischen Fehler sehe. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal dieses Video. Das waren teilweise auch Leute, die Level 200, 300 und sowas haben, wo man eigentlich ausgehen könnte, dass die inzwischen wissen sollten, wie das Spiel zu spielen ist, aber sich trotzdem noch ein bisschen anstellen wie manche Dullis. Deswegen, ja, gibt es hier ein kleines Infovideo. In erster Linie möchte ich gerne auf die Grafik-Settings eingehen. Ich bin jetzt bewusst hier auf dem Schießstand. Jetzt sagt euch wieder, warum denn auf dem Schießstand? Ist das nicht total langweilig, hier alles zu zeigen? Das hast du doch im letzten Video schon gemacht. Jo, ich habe tatsächlich gerade eben die Aufnahme schon mal begonnen, in einem Public-Match quasi, und wollte währenddessen was erzählen. Allerdings muss ich sagen, da kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Klar, ich könnte das jetzt einfach drüber quasseln nachträglich, aber ich will ja auch entsprechend was zeigen im Spiel. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach dieses Video, quasi ein kleines, kurzes Basic-Tutorial, um euch zu erklären, wie was funktioniert. Und anschließend würde ich einfach nochmal eine Runde dranhängen, wo ich euch entsprechend diese, sag ich mal, ja, diese Parts, die ich im Video erklärt habe, euch nochmal entsprechend live zeigen kann. Wie gesagt, in erster Linie geht es erstmal um die Grafik-Settings. Wie gesagt, Grafik ist okay. Also ich finde sie jetzt nicht mega krass überragend, aber es ist auch nicht hässlich. Ich meine, ihr seht das ja selber. Alles, was ihr möglicherweise an schlechten Grafik-Artefakten seht, ist eher von YouTube, aber nicht von der Grafik vom Spiel. Deswegen gehe ich einmal auf die Grafik-Settings. Ich spiele, wie ihr oben rechts erkennen könnt, auf knapp 150 FPS. Das ist auch egal, ob ich hier rumrenne oder sonst was. Das verändert sich relativ wenig. Es schwankt so zwischen 120 und 150. Ich wollte euch einfach mal die Grafik-Settings zeigen. Ich spiele auf Low. Überwiegend. Ihr seht das, ich habe Fullscreen, ich habe meine Auflösung, und das ist 21:9 Full HD, also 2560x1080. Ihr habt wahrscheinlich nur 1920x1080 oder vielleicht sogar 2560x1440, je nachdem, ob ihr WQHD habt oder was auch immer. Stellt da einfach eure Auflösung ein, die ihr habt. V-Sync auf jeden Fall aus. Gamma, ja, so wie ihr halt mögt. Field of View genauso wie ihr mögt. Anti-Aliasing würde ich euch TAA empfehlen. Das ist die beste Möglichkeit, also eins der besten Möglichkeiten hier, was Kantendeckung betrifft. Das Ganze kombiniere ich immer mit einer Auflösungsskalierung, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber prinzipiell TAA erstmal einstellen. Hier macht ihr alles auf Low. Bei der Texture Quality, das könnt ihr, je nachdem, was für eine Grafikkarte ihr habt, also das für die Grafik-Settings richten sich in erster Linie auch nicht an Leute, die jetzt irgendwie einen scheiß PC haben. Wie gesagt, ihr wisst es selber, ich habe einen 6700K und eine 1080 drin und ich werde mir demnächst eine 3070 holen und werde die Grafik-Settings hier nicht
nicht sonderlich ändern, weil ich eigentlich einfach gerne High FPS haben möchte und in keinster Situation irgendwie Low FPS kriegen will, weil ich nur durch eine Rauchbombe renne oder was auch immer, Rauchgranate renne. Deswegen, wie gesagt, das ist die Empfehlung, die ich euch grundsätzlich gebe in diesem Spiel. Einfach aufgrund dessen, dass es auch noch nicht so hundertprozentig optimiert ist, das Game, und ja, viele Leute sich immer über Low FPS beklagen. Also alles auf Low stellen, sieht immer noch top aus. Wie gesagt, werdet ihr in diesem und auch in dem weiteren kleinen Anhängsel von der Runde anschließend noch sehen, dass die Grafik durchaus in Ordnung ist. Natürlich sieht es auf höheren Settings besser aus, aber ich finde, das ist zu vernachlässigen. Deswegen, Texture Quality könnt ihr euch auf Very High ballern, wenn ihr entsprechend 8 GB VRAM habt. Das steht da auch nochmal in der Beschreibung. Also wenn ihr 8 oder 6 GB VRAM habt, könnt ihr das eigentlich ohne Probleme auf Very High stellen. Ansonsten dreht es halt runter. Es belastet aber, wie gesagt, nur den VRAM, nicht eure GPU. Beziehungsweise nicht die Leistung der GPU. Das sind die allgemeinen Settings, die könnt ihr, wie gesagt, hier so übernehmen. Frame Smoothing machen wir aus, Frame Limiter könnt ihr anmachen, wenn ihr wollt, ich habe es jetzt aus, könnt ihr natürlich auch auf die maximale Monitor Refresh Rate, also in meinem Fall jetzt 144 Hertz, also 144 FPS stellen. Die Auflösungsskalierung, das ist das, was ich eben schon mal grob angesprochen habe, habe ich auf 120, das würde ich euch erstmal auf 100 empfehlen, das ist quasi die native Auflösung, die euer Monitor hat. Wenn ihr es auf 120 macht, rendert er das Bild quasi, also berechnet er das Bild größer und stellt das dann auf euer Monitor quasi verkleinert dar. Dadurch sind natürlich entsprechende Kanten und sowas ein bisschen knackiger. Ich würde es persönlich 120 machen oder spielt so weit rum, bis eure FPS hier irgendwie merklich runtergehen sollten. Ich würde es aber, wie gesagt, eigentlich nicht über 120 machen, weil das schon ganz ordentlich aussieht. Motion Blur auf jeden Fall aus oder je nachdem, wie ihr es mögt, aber ich persönlich finde es grässlich. Scope Setting habe ich auf normal, Dismemberment on, Ragdoll Count, wie gesagt, die ganzen Settings, die seht ihr hier, anisotropische Filterung könnt ihr ruhig auf 16-fach machen, das verbraucht auch kaum Leistung. Die Shadow Maps und so weiter würde ich entsprechend auf 512 packen. Da macht ihr hier High und Fixed Distance, das sind eigentlich die Standard-Settings, die ihr eigentlich so eins zu eins übernehmen könnt. Ja, das war das Thema Settings. Dann gehen wir direkt in den nächsten Part. Der nächste Part betrifft Jumping and Vaulting. Ich werde das Video hier auch wieder an der Stelle wieder so in entsprechende Parts teilen, dass ihr direkt zu entsprechenden Stellen springen könnt, damit ihr euch nicht das ganze Video angucken müsst. Es kann gut sein, dass es hier wieder so ein 40-50 Minuten Video wird, aber ja, ich dachte mir, das kann man einfach mal entsprechend erwähnen hier. So, Jumping Vaulting, das hat damit zu tun, ich habe persönlich Jumping und Crouching drin. Standardmäßig im Spiel hat der Jump Vault / Crouched Slide als Standardbelegung. Das kann ich euch in den Settings einmal zeigen. Und zwar gibt es unter Bindings, hier seht ihr es, Jump Vault und Crouch Slide Hold und Crouch Slide Toggle. Das bedeutet, standardmäßig ist hier Jump Vault gebindet und nicht nur Jump, so wie es bei mir ist. Und auch ist Crouch Slide normalerweise gebindet und nicht Crouch Hold, wie bei mir. Das liegt daran, dass ich persönlich Vaulting absolut grässlich in diesem Spiel finde. Vaulting bedeutet, oder meinetwegen auch Jump Vault bedeutet, mit Leertaste springt ihr. Das war auch vorher so. Was allerdings das auch bedeutet, heißt, wenn ihr hier irgendwo einem Obstacle steht, könnt ihr quasi, indem ihr springen drückt, über dieses Obstacle euch rüber volten, also drüber klettern. Das ist standardmäßig implementiert im Spiel. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, denn wenn ihr in dieser Vaulting-Animation seid, seid ihr quasi völlig handlungsunfähig. Wenn ihr in dem Moment beschossen werdet, könnt ihr nichts warten, könnt ihr nichts weiter machen, außer warten, bis ihr auf der anderen Seite quasi heruntergekommen seid. Und ihr könnt auch nicht währenddessen schießen. Also das funktioniert auch nicht immer, beziehungsweise so gut wie gar nicht eigentlich. Deswegen bin ich kein Freund von Vaulten und habe auch schon in meinem damaligen Video erzählt, dass ich eigentlich nur Crouch-Jumpe. Das heißt, ich drücke quasi springen und ducken. So wie das auch in Counter-Strike damals immer viele Leute gemacht haben, ist um einiges sinnvoller. Ihr könnt natürlich, während ihr springt, grundsätzlich nicht schießen. Also jetzt geht's natürlich, aber wie gesagt, wenn ihr springt, könnt ihr nicht schießen. Das geht nicht. Allerdings seid ihr beim Rüberklettern deutlich langsamer, weil er wirklich so eine ganz langsame Rübersteig-Animation macht, die ihr quasi beim Crouch-Jumpen nicht habt. Ihr seid einfach instant drüber und könnt direkt wieder losfeuern. Deswegen würde ich euch empfehlen, dieses Crouch-Jumpen auszuschalten. Ihr könnt natürlich auch Crouch-Jumpen, indem ihr das weiterhin anlässt. Das führt allerdings dazu, dass ihr manchmal ein bisschen wurstfingert und trotzdem in dieser Vaulting-Animation feststeckt. Und das ist in einer Situation, wo ihr gerade über irgendwie eine Decke rüberspringt, weil ihr dahinter Bots beschießen wollt und auf einmal fängt da an, irgendeine Kletteranimation zu sein, nicht sehr förderlich. Deswegen macht das ruhig aus und bindet das euch entsprechend um, so wie ich das gemacht habe. Das gleiche betrifft auch das Thema Sliding. Ihr könnt, wenn ihr rennt und euch beim Rennen quasi instant hinduckt, würdet ihr quasi in diesem Spiel automatisch nach vorne sliden. Das heißt, ihr rutscht quasi über euer Ziel hinaus. Das kann cool sein, wenn ihr mal schnell irgendwo in die Deckung springen wollt und von der Seite beschossen wird und dann schnell wieder die Deckung sliden wollt, weil ihr auch so ein bisschen geduckt dann das runterslidet. Das führt allerdings auch dazu, dass ihr während dem Sliding-Vorgang ebenfalls nicht schießen könnt. Und ich habe
oft Situationen gehabt, wo ich auf den Gegner zurenne, mich ducken will, weil ich weniger Recoil dadurch habe und dadurch, weil ich eben gerade im Fullsprint war, automatisch in den Gegner hineingeslidet bin. Nicht so sehr toll, deswegen würde ich euch an der Stelle auch empfehlen, das auszuschalten. Also wie gesagt, ich kann es euch nochmal zeigen, einmal hier Bindings, wie gesagt, Jump Volt Unbound, das könnt ihr hier mit Clear quasi clearen und dann bindet ihr euch die Leertaste auf Jump und genauso bindet ihr euch Crouch, also Ducken auf entweder Hold oder Toggle, je nachdem, was euch lieber ist. Ich würde persönlich auf Hold machen, weil ihr dann immer wieder ja quasi einfach nur die Taste drückt, während ihr eben halt am Schießen seid und wenn ihr weiter rennt, könnt ihr die Taste einfach loslassen und braucht die nicht nochmal drücken oder so. Jo, das war das Thema Jump Volt. Mehr bräuchte ich dazu eigentlich nicht sagen, das ist ein kleines Thema nur gewesen. Das Thema Body Armor habe ich möglicherweise in meinem vorherigen Video schon mal angesprochen. Ich bin jemand, der, wie ich eben anfangs schon erwähnt habe, das Spiel gerne sehr schnell spielt. Das heißt, ich möchte jegliche Sachen, die mich irgendwie daran hindern, mein Spiel künstlich zu verlangsamen, deaktivieren oder abschalten oder wie auch immer. Und das bedeutet in meinem Fall auch, ich habe entsprechend die Armor, die man hier equippen kann, für 3 Punkte. Ich habe hier inzwischen quasi unbegrenzt Punkte, weil das, wie gesagt, die Trainingsmission ist. Im Normalfall habt ihr hier quasi gar keine mehr übrig. Das ist, wie gesagt, meistens mein normales Setup, in dem ich auch online spiele und habe dann am Ende keine Punkte mehr. Ja, und darum soll es eben gehen, dass ich diese Armor komplett rausgeschmissen habe. Ich weiß gar nicht, steht kein Gewicht dabei, aber Fakt ist, wenn ihr Armor equipped habt, seid ihr merklich langsamer. Das heißt, dieses Gehen ist langsamer und auch das Rennen ist deutlich langsamer. Also so schnell, wie ich jetzt hier durch die Gegend renne, ist mit Armor auf jeden Fall nicht möglich. Und das führt dazu, dass ihr natürlich unfassbar träge seid. Sowohl beim um die Ecke springen, als auch irgendwie beim Deckung rennen oder was auch immer. Oder auch beim Vorpushen vom Gegner und sowas. Deswegen würde ich persönlich empfehlen, die Armor rauszuschmeißen. Ihr werdet sagen, Armor, das braucht man doch. Nein, Armor braucht in diesem Spiel nicht. Denn im Gegensatz zu Tarkov ist Sandstorm ein Spiel, wo ihr, ja, eigentlich nur einen Hit mehr oder sowas aushaltet zwischen keiner Armor und Heavy Armor, also von einer Rifle jetzt, auf eine Rifle bezogen. Und demnach ist es eigentlich völlig useless, dafür 3 Punkte zu verschwenden. Also das heißt, das kommt auch dazu, ihr verschwendet quasi 3 Punkte dafür, dass ihr eine Heavy Armor habt, seid langsamer, seid träger und habt 3 Punkte weniger für irgendwelche Anbauteile für eure Waffen oder so. Deswegen, wie gesagt, keine Armor, einfach Armor anequippen und dann seid ihr entsprechend so schnell wie ich auch in diesem Spiel. Des Weiteren ist der Quick-Draw-Holster relevant, den kann ich auch nochmal kurz zeigen, den habe ich hier momentan mit der Pistole erwähnt, equipped, Quick-Draw-Holster hier, bei dem Stock quasi, das könnt ihr euch entsprechend equippen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auf Deutsch oder Englisch habt, ich würde es persönlich auf Englisch empfehlen, ist einfach einfacher, wenn man sich entsprechende, auch wenn ihr euch mein Video jetzt als Vorlage nimmt oder auch im Internet entsprechende Tutorials mal sucht oder so. Quick-Draw-Holster bedeutet eigentlich nur, dass er die Waffe quasi, steht hier auch unten, reduced time to draw, das heißt, er braucht zum Ziehen der Pistole deutlich weniger Zeit, das heißt, ich wechsle die Pistole und habe sie draußen. Normalerweise würde er so ganz langsame Waffenanimationen machen und würde die dann so ganz langsam in der Hand haben. Das führt dazu, dass wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr quasi auf einen Gegner schießt und keine Munition mehr habt und in dem Moment kommt ein Gegner hier um die Ecke und ihr sagt euch, scheiße, fuck, ich muss erst nachladen, ah, das dauert zu lange und dann seid ihr 5-mal tot, dass ihr einfach quasi, wenn ihr euer Magazin leer geballert habt, mit Quick-Draw-Holster auf die Pistole switcht und dem Bot direkt ins Gesicht schießen könnt. Um einiges effektiver als die Waffe nachzuladen. Ich würde euch grundsätzlich auch empfehlen, das zu machen, also grundsätzlich zu machen. Das heißt, ganz häufig habe ich Situationen schon gehabt, wo dann irgendwie noch ein Bot lebt, der auf mich zukam und ich dachte, ja komm, das Nachladen schaffe ich noch gerade rechtzeitig. Und dann bin ich gerade fertig mit dem Nachladen, kommt in die Ecke und gibt mir einen Klick. Das weiß ich, ob das eine Mechanik vom Spiel ist, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Situation habt, dass ihr keine Muni eure Primärwaffe habt, aber noch Bots vor euch habt, switcht immer auf die Pistole. Fangt nicht an, dann noch nachzuladen, nach dem Motto, oh, das reicht noch von der Zeit, macht das nicht, das funktioniert nicht. Deswegen Quick-Draw-Holster. Es kann sein, dass ich das in diesem letzten Video auch schon erwähnt habe, wie gesagt, das ist ja ein erweitertes Video, 1,5 Jahre später und ich möchte entsprechend die wichtigen Fakten hier nochmal festhalten. Dazu gehört auf jeden Fall der Quick-Draw-Holster. So, dann kommen wir zum Thema Recoil Control. Das Thema habe ich auch ebenfalls im letzten Video schon mal ausführlich beleuchtet, aber ich sehe immer wieder, wie Leute entsprechend spielen und das macht mich absolut wahnsinnig, dass ich gesagt habe, ich muss diese Geschichte nochmal in ein Video packen. Und ja, dementsprechend möchte ich das nochmal kurz hier erwähnen. Ich sehe immer Leute, wenn ich entsprechende Spieler sehe, die auf Bots schießen, dann nehmen wir mal vor, das hier ist ein Bot, die kommen um die Ecke und schießen so auf den Bot. Oder teilweise auch so. Das sieht jetzt total dullymäßig aus, wie ich euch das vorführe. Aber wenn ihr Multiplayer spielt, müsst ihr da einfach mal drauf achten, wie viele Leute genau so spielen. Sie sehen Gegner und schießen so.
Immer wieder. Und da habe ich damals schon im Video erzählt, macht es nicht. Macht Recoil Control. Denn dadurch, dass ihr so schießt, habt ihr natürlich einen relativ geringen Damage Output, weil ihr immer nur 3-4 Schüsse abgebt auf den Gegner. Gleichzeitig verzieht eure Waffe, das heißt, die oberen Schüsse treffen den Gegner vielleicht gar nicht mehr. Und gut, es spart Munition, aber ganz ehrlich, in einer Situation, wo ihr auf einmal 3-4 Gegner vor euch habt, da ist so Schießen auf den Gegner nicht unbedingt die beste Option. Und deswegen solltet ihr so auch nicht spielen. Wichtig, Recoil Control. Was bedeutet das in erster Linie? In Real Life habe ich mich auch schon mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Selbstverständlich hat eine Schusswaffe einen entsprechenden Rückstoß. Das habt ihr in Spielen, das hat sie auch im Real Life. Im Real Life könnt ihr das entsprechend ergänzen, indem ihr eure Arme entsprechend anspannt quasi und entsprechend die Waffe versucht beim Schießen ein bisschen runterzudrücken und diesen entsprechenden Recoil auszugleichen. Aber da kommen wir eben zu dem Thema, inwieweit man das auch in Computerspielen anwenden kann. Denn das Thema runterdrücken könnt ihr natürlich in einem Computerspiel auch machen, indem ihr eure Maus nach unten bewegt. So, und das ist in diesem Spiel absolut essentiell. Es spielt auch keine Rolle, was für eine Waffe ihr habt. Ob ihr jetzt hier eine Pistole habt, ob ihr entsprechend ein Sturmgewehr habt, ob ihr ein MG habt, ob ihr eine Schrotflinte, gut, die hat ja eh nur Einzelschuss, da braucht ihr nicht wirklich viel Recoil Control machen. Gut, bei der Pistole jetzt auch nicht unbedingt, aber da bietet sich das auch an. Aber ich sag mal, bei einer Schrotflinte habt ihr ja nicht diesen häufigen, sag ich mal, bei einer Pistole schießt ihr schon mal 3-4 Schüsse hintereinander, aber das habt ihr bei der Schrotflinte eher nicht so, da schießt ihr ja einen Schuss und dann ladet ihr durch, dann schießt ihr den nächsten. Da braucht ihr es nicht unbedingt, aber bei fast jedem Automatikwaffe oder auch bei Pistolen und dergleichen würde ich euch auf jeden Fall Recoil Control empfehlen. Das bedeutet im Klartext, eure Waffe schießt, wenn ihr schießt, automatisch nach oben, beziehungsweise zieht automatisch nach oben. Ich habe meine Maus gerade nicht bewegt. Die ist einfach starr und ich halte die linke Maustaste gedrückt und die Waffe zieht nach oben. So, die zieht natürlich jetzt nicht so stark nach oben, weil ich hier einen Handgriff dran habe und entsprechend eine Waffe habe, die allgemein nicht so viel Recoil hat. Ein MG oder sowas hat natürlich deutlich mehr Recoil. Wie könnt ihr das Ganze ausgleichen? Wie ich eben schon kurz erwähnt habe, müsst ihr eure Waffen beim Schießen herunterziehen. Das heißt, ihr würdet in der Regel eure Maus natürlich in der Mitte des Mauspads haben, vielleicht sogar optimalerweise im oberen Drittel. Und wenn ihr auf einen Gegner trefft, der quasi um die Ecke kommt, schießt ihr quasi und zieht dabei die Maus entsprechend nach unten. Da gehört ein bisschen Übung zu, weil auch, wie gesagt, jede Waffe unterschiedlichen Recoil hat. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich ziehe die Maus jetzt runter und damit gleich sieht es aus. Ihr müsst einfach gucken, wie ihr entsprechend einfach ein Gefühl dafür kriegen mit den Waffen, die ihr spielt. Ich persönlich brauche da nicht mehr grob viel abschätzen, sondern kann einfach direkt drauf losballern und eigentlich mit ziemlich jeder Waffe, die ich spiele, weil ich weiß, wie der Recoil bei der Waffe ist. Aber das sind Erfahrungswerte, die ihr euch einfach mit der Zeit quasi antrainieren müsst. Das heißt, ich kann euch das einfach mal an der Stelle signalisieren. Ihr habt gerade gesehen, wie es eben ausgesehen hat. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich darauf schieße. Das gesehen, den Streuradius, den ich habe, zu verglichen zu so wie andere Spieler in diesem Spiel spielen, relativ easy. Das heißt, ihr könnt sogar ihr könnt das sogar ein bisschen trainieren. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht allzu schnell runterzieht, sondern nur ein bisschen und dabei schießt, dann seht ihr, wandert die Waffe immer noch nach oben. Vielleicht nicht mehr so schnell wie vorher, aber immer noch. Das heißt, ihr müsst dann einfach stärker nach unten ziehen. So lange, bis ihr eben zu dem Punkt gekommen seid, wo die Waffe, wie gesagt, sich nicht mehr verzieht, weder nach oben noch nach unten. Wenn ihr natürlich zu doll, zu schnell runterzieht die Waffe, dann führt das natürlich dazu, dass ihr, wenn ihr schießt, in den Boden schießt, was natürlich völliger Quatsch ist. Ihr wollt natürlich auf das entsprechende Ziel schießen und dementsprechend müsst ihr euch einfach antrainieren oder einfach mal ausprobieren, dass ihr, wie gesagt, die Waffe so doll nach unten zieht, dass ihr eben den Recoil von der Waffe ausgleicht. Ich zeige euch das Ganze mal an einem MG. Da ist das natürlich um einiges schwieriger, weil der Grund-Recoil um einiges höher ist. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon mal erwähnt. Wie gesagt, das ist eher hier so ein kleines Update-Video zu meinem damaligen Video. Wir hauen hier einfach mal gerade so einen MG rein, weil die haben auch keine Handgriffe. Nehmen wir mal hier 240 zum Beispiel. Haben wir da auch mal ein OKP, haben wir da sowas? Da haben wir mal einen Cobra. Dann machen wir hier einen Kompensator ran, der zieht dann ein bisschen Vertical Recoil noch raus, Extended Mag und ja, meinetwegen Laser Sight so. Bei der Waffe ist natürlich so, der Recoil ist um einiges heftiger, deswegen würde ich euch grundsätzlich nicht empfehlen, MGs zu spielen, weil der Recoil doch schon ziemlich heftig puncht und ihr da deutlich mehr ausgleichen müsst. So, das wäre ohne Recoil Control. Und das wäre mit Recoil Control. Also selbst im MG könnt ihr entsprechend handeln. Das war jetzt, ich habe jetzt genau so lange geschossen, wie mein Mauspad eben lang war. Irgendwann seid ihr am Ende angekommen, dann geht's nicht mehr, dann müsst ihr zwangsläufig abbrechen. Aber bis dahin sollten die Gegner vor euch auf jeden Fall alle schon ziemlich RIP sein. Und da war das Mag auch schon leer. Das heißt, letztendlich könnt ihr komplett das Extended Mag weghauen, vorausgesetzt ihr seid High Sensitivity Gamer und habt ein groß genuges Mauspad. So, können wir uns hier nochmal hier so ein Auto zersieben. Ah!
Ich feiere das immer, wenn er so schreit, ey. Aber ihr seht schon, wie gesagt, es ist auch für mich schwer, auf so eine Entfernung mit dem MG das noch auszugleichen. Denn, wie gesagt, verglichen mit einem entsprechenden Sturmgewehr ist das hier natürlich um Längen heftiger. Aber das könnt ihr natürlich zum Üben super nehmen. Wenn ihr auf den Schießstand geht hier und einfach mal ein MG auspackt, könnt ihr den Recoil-Control natürlich super üben und dann sind alle Waffen, die ihr danach nehmt, auf jeden Fall um einiges leichter zu handeln. Ja, und deswegen, ja, ist es so, wie es ist. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Recoil-Control, denke ich, sollte, wenn es da Fragen gibt, wie gesagt, grundsätzlich bei irgendwelchen Fragen immer in die Kommentare. Ich bin noch relativ aktiv, also spätestens an einem Tag solltet ihr eigentlich eine Antwort von mir kriegen. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt zu dem Thema, dann gerne unten entsprechend in die Kommentare. Das nächste Thema ist der Aiming Grip. Gut, das muss ich in dem letzten Ding zeigen. Das ist nämlich etwas, was in dem neuen, mit dem neuen Update hinzugekommen ist. Wir nehmen uns mal wieder die MK18 hier. Wenn ich jetzt direkt finde, hier MK18 CQBR. Hauen wir wieder ein OKP7, ist mein aktuelles Lieblingsscope. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt, aber ich würde euch ein OKP7 empfehlen. Und hier sind die entsprechenden Handgriffe, da kommen wir gleich mal zu. Machen wir einen Flash-Header dran, machen wir nochmal einen Extended Mag. Ich mache auch bewusst keinen Drum-Mag, weil Extended Mag kann man viel schneller nachladen als ein Drum-Mag. Auch wenn ihr dann am Ende 20 Schuss mehr habt, aber das ist meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll. Ja gut, Laser brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir einfach nur Desert Hex hier dran. So, kommen wir zum Thema Grips. Diese ganzen neuen Grips, vorher gab es nur diese beiden hier. Es gab den entsprechenden Recoil Grip und es gab den Recoil Grip Bipod. Das war der, den ich damals immer empfohlen habe, weil der einfach die besten Recoil-Werte hat. Inzwischen gibt es allerdings mehr andere Handgriffe und gerade Waffen, die jetzt nicht so einen starken Recoil haben, wie zum Beispiel die MK18, auf die seid ihr bei so einem Griff nicht angewiesen. Wenn das eine Waffe ist, die immer noch einen heftigen Punch hat, gerade so 7-6-2er Waffen, bei denen ist das häufig so, dann und ihr seid vielleicht noch nicht so gut mit dem Recoil-Control, würde ich euch tatsächlich diesen Handgriff empfehlen. Der ist super. Dazu solltet ihr allerdings das Auto-Deploying ausschalten in den Optionen, denn sonst würde er die Waffe standardmäßig auflegen, wenn ihr an irgendeiner Kante seid, was schon nervt, wenn ihr in einem Feuergefecht seid. Aber das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon erwähnt. Deswegen werde ich die beiden Griffe hier nicht erwähnen. Die, wie gesagt, könnt ihr grundsätzlich immer nehmen, aber ich würde euch in erster Linie den Aiming Grip empfehlen. Das sind drei neue Griffe, die hinzugefügt worden sind. Der Quick Draw Grip ist quasi das gleiche, was der Quick Holster Grip ist bei der Pistole. Also wenn ihr von der Pistole wieder auf die Primärwaffe wechselt, seid ihr deutlich schneller. Würde ich euch nicht empfehlen, ist eigentlich Quatsch. Loading Grip könnt ihr schneller nachladen, macht bei manchen Waffen tatsächlich Sinn. Ich würde euch allerdings zum Aiming Grip raten. Denn der Aiming Grip macht genau Folgendes. Increases the speed of aiming down sights with the weapon. Das, wie der Name schon sagt, wollen wir gerade hier nochmal das Extended rausschmeißen, weil das gerade nicht übernommen hat. So. Heißt in erster Linie, wenn ihr die Waffe anvisiert, also rechte Maustaste macht, geht das um einiges schneller. Das wird auch ohne den Handgriff ziemlich schnell gehen und es sind wahrscheinlich nur Millisekunden, die es schneller ist, aber was es enorm ausmacht, ist, wenn ihr im Fullsprint seid. Wenn ihr wirklich am Vollsprinten seid und die Waffe dann anlegt, dann braucht ihr ohne diesen Aiming Grip doch deutlich länger, also bestimmt doppelt so lange. Und das kann in einer Situation, wo ihr um die Ecke kommt und ein Bot vor euch steht, quasi über Leben und Tod entscheiden. Und deswegen kann ich euch nur dazu raten, zu sagen, okay, ich nutze diesen Aiming Grip. Probiert es einfach mal aus. Ich persönlich kann das nur empfehlen und ja, hab's eigentlich an jeder Waffe dran, selbst an denen, die ein bisschen mehr Recoil haben, weil mir das wichtiger ist als den möglicherweise höheren Recoil. Ja, das war das Thema Aiming Grip. So, jetzt haben wir noch zwei andere, sag ich mal, Punkte. Den letzten kann ich sogar in dem nächsten, in dem entsprechenden Video von der Runde noch mit einbinden. Wir sind jetzt gerade bei 22 Minuten, das ist gut, das wird dann anscheinend wieder so ein 40-Minuten-Video. Deswegen gehen wir nochmal auf den anderen Part ein, der dauert vielleicht nochmal 2-3 Minuten. Und zwar geht es um das Thema Resupplying. Ihr seht hier die entsprechende Ammo-Kiste. Wenn ihr angefragt wurdet von einem Bot oder wenn ihr eure Munition entsprechend verschossen habt und ja quasi nur noch 6 Magazine habt oder sowas und euch entsprechend resupplyen wollt, gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Das nutzen eigentlich die meisten, ist, ihr nehmt euch einzelne Mags raus. Das hier, dafür tappt ihr einfach die F-Taste und er nimmt sich entsprechende Magazine raus. Ich kann das nochmal demonstrieren hier gerade. So, jetzt haben wir 5 Magazine. Ich drücke zweimal F und habe 2 Magazine mehr und bin jetzt quasi, ja, wieder voll. Allerdings hat mein Charakter sich nicht geheilt. Das heißt, wenn ich jetzt quasi angeschossen worden wäre von dem Bot, dann werdet ihr immer noch verletzt, habt aber wieder volle Magazine. Dementsprechend würde ich euch das FF wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerade eben erst resupplied wart oder vielleicht gar keinen Hit abbekommen habt, weil ihr eh hinterherhinkt oder was auch immer und einfach nur 2 Magazine haben wollt. Gleichzeitig liegen hier manchmal auch so Ammo-Kisten rum. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt welche haben. Sieht nicht so aus. Ab und zu liegen so Ammo-Kisten auf den entsprechenden Sachen. Die könnt ihr auch einsammeln. Das ist ebenfalls ein Magazin, was ihr einsammelt. Was ich eher empfehlen würde, ist das Halten von F. Dadurch resupplyt er sich komplett. Das heißt, ihr werdet quasi komplett geheilt und gleichzeitig aktualisiert euch alle Magazine, selbst die Pistolenmagazine, also komplett alles, was eben geht. Ja, dementsprechend wäre das die, sag ich jetzt mal, sinnvollste Art, sich zu
sich neu zu equippen, beziehungsweise sich aufzufüllen. Allerdings ist das die vom Spiel vorgesehene Art, sage ich jetzt mal. Die sinnvollste vom Spiel vorgesehene Art. Ich habe natürlich im Laufe der Zeit Möglichkeiten gefunden, das Ganze zu optimieren. Standardmäßig, wenn ihr an einer Kiste steht, könnt ihr auch euer Loadout-Menü aufmachen. Das macht ihr mit M, standardmäßig. Da habt ihr das Loadout-Menü und könnt dann quasi auf Resupply drücken. In dem Fall steht jetzt hier F1. Das ist wichtig, denn F1 ist die Taste, die ihr ebenfalls drücken könnt, um euch quasi zu resupplyen. Ihr habt es gerade gesehen, es hat kurz Klack gemacht. Er sagt, okay, damit habe ich mich quasi an der Kiste geresupplied. Das habe ich gemacht, indem ich mit M das Supply-Menü aufgemacht habe in der Nähe der Kiste und gleichzeitig mit F1 das Ganze bestätigt habe. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ihr an der Kiste seid, könnt ihr einfach MF1 drücken und seid resupplied. Okay, zack, instant. Gut, vorausgesetzt, ihr habt keinen Timer, weil ihr euch vorher erst resupplied habt, aber prinzipiell geht das an jeder Kiste nach jedem Spot. Und damit nicht genug, ihr könnt das Ganze sogar noch weiter optimieren, indem ihr quasi in eure Einstellungen reingeht, unter Bindings, und euch, wo haben wir es hier oben, Open Loadout-Menü ebenfalls auf F1 legt. Das heißt, ihr packt das quasi von M auf F1 und das führt dazu, dass ihr quasi an der Kiste stehen könnt und einfach nur zweimal F1 drückt und instant resupplied seid. Ist um einiges einfacher, als vom einen Ende der Tastatur M zu drücken und dann mit auf dem anderen Ende F1. Deswegen bindet euch das ruhig auf F1 und drückt ihr einfach zweimal F1 und seid instant resupplied. Aber um das Ganze noch kranker zu machen, das Ganze funktioniert nicht nur vor der Kiste oder in der Nähe der Kiste, sondern ebenfalls, machen wir mal ein Beispiel, ebenfalls, das ist ein bisschen zu steil. Ist zu weit weg. Okay, ebenfalls durch Wände oder durch Decken. Das heißt, ihr müsst einfach nur in einem bestimmten Radius sein von der Kiste. Ich weiß gar nicht, wie groß der sein muss. Das ist zu, wahrscheinlich wirklich direkt davor. Okay, das reicht. Also ich sag mal, so ein Meter, anderthalb Meter müsst ihr von der Kiste entfernt sein. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob hier zwischen eine Wand ist und ihr steht hinter der Wand und die Kiste ist hinter der Wand. Ihr seht ja immer anhand des Resupply-Symbols, wo eben diese Kiste sich befindet. Und das geht ebenfalls durch Decken. Das heißt, wenn ihr irgendwo hier einen Schrank habt, wo ihr kurz raufhüpfen könnt und könnt euch dann entsprechend, seid dann in der Nähe der Kiste, könnt ihr euch ebenfalls resupplyen. Ich habe gerade versucht, ob Springen funktioniert. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Nein, hat nicht funktioniert. Okay, also ihr müsst wirklich, wirklich irgendeine Möglichkeit haben, in der Nähe der Kiste zu sein. Ist jetzt an dem Fall eine blöde Kiste, aber hier haben wir unten eine Kiste, glaube ich, soweit ich weiß. Ja genau, hier ist auch noch eine, können wir es hier mal testen. So, ich stehe jetzt nicht an der Kiste, ich stehe eigentlich eher daneben. Kann ich aber trotzdem resupplyen. Wir können auch mal gucken, ob das von drin funktioniert. Ah, sind wir wahrscheinlich einen Ticken zu weit weg. Also sind wir leider zu weit weg. Aber prinzipiell sollte es funktionieren. Also wenn die Kiste direkt an einer Wand dran steht, könnt ihr auf der Rückseite der Wand auf jeden Fall resupplyen. Das kann ich euch erfahrungsgemäß wirklich sagen. So ist das. Das würde ich euch grundsätzlich empfehlen. Bindet euch das auf F1, nutzt Doppel-F1 zum Resupplyen. Ist um einiges schneller und ihr seid genauso geheilt und habt entsprechend alle Magazine voll, wie wenn ihr F gedrückt haltet. Nur dass es halt deutlich schneller geht. Der letzte Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Wir sind jetzt schon bei halbe Stunde, ja, 27 Minuten. Der letzte Punkt ist das Thema, von wo kommen Gegner. Das wollte ich euch, wie gesagt, am besten in dem entsprechenden Video zeigen, was ich jetzt noch hinten hinterher hänge, in der kompletten Runde, damit ihr quasi mal seht, was ich hier mit den entsprechenden Sachen euch mitteilen möchte, weil die letzte Sensor-Runde, die ich euch auf YouTube geteilt habe, ist auch schon eine gewisse Zeit her und deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das so abläuft. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut und dann zeige ich euch den letzten Punkt entsprechend in der entsprechenden Runde. Dann bis gleich, Leute. So, und damit willkommen zurück in einer Public-Runde, was natürlich dazu führt, dass hier diverse Leute wieder eskalieren. Ich hoffe, es quatscht mir jetzt hier niemand in die Aufnahme, aber in der Regel quatschen eh nicht viele Leute in dem Spiel. Hier haben wir einen Level 1032er, das ist übrigens das perfekte Beispiel dafür, ob Leute gut sind in dem Spiel oder das Level nur gehackt haben. Erfahrungsgemäß müsste er besser sein als ich, weil er einfach knapp 300 Spielstunden mehr hat, oder mindestens 200, aber ab dem so ist, weiß ich nicht. So, letzter Punkt in diesem Video. Worauf ich hinausgehen möchte. Wissen, von wo Gegner kommen. Zum Beispiel hier. So ist es. Denn ich wusste, dass da Gegner sind, weil ich diese Map schon zum 430. Mal gespielt habe und weiß eben entsprechend, von welchen Stellen entsprechende Bots kommen können. Dafür müsst ihr natürlich die Map, die Runde spielen. Wir haben auch irgendwo noch einen Gegner auf dem Spot hier. Ja, die hängen auch immer da ganz gerne da oben. Ist mir gerade ein bisschen zu viel Clusterfuck, deswegen. Genau, die sind anscheinend hinten rumgelaufen, weil mein Kollege Mark nicht in der Runde dabei ist, der normalerweise links aufräumt. Das sind, gerne hängen sie hier oben, gerne kommen sie von rechts. Gerne kommen sie von da hinten.
Ja, wir sind sehr Clusterfuck hier gerade angefangen, die Runde. Aber das ist meistens, wenn man mit Randoms spielt, weil die halt natürlich völlig durcheinander wuseln. Und jeder macht so seinen eigenen Kram. So, also wie gesagt, der Punkt lautet, von wo kommen Gegner. Ich weiß erfahrungsgemäß, die kommen von da hinten. Wahrscheinlich gleich sogar ziemlich genau jetzt. Dafür müsst ihr die Maps natürlich spielen, um das zu erfahren. Und ihr seht natürlich auch, ich versuche hier so gut es geht Recoil Control zu machen. Natürlich auf größere Entfernung nicht so sehr möglich wie auf kleinere. Ab und zu muss man hier hinten, von hinten nach hinten gucken. Die kommen ja auch gerne mal hinten rum. Oder auch von da hinten, wenn sie ganz hinten rumgelaufen sind. Suicider solltet ihr komplett vermeiden. Okay, hier haben sie anscheinend einen Molly geschmissen. Rauch solltet ihr auch vermeiden, die schießen dann gerne mal durch, die Bots. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsmaps tatsächlich, Precinct. Eigentlich muss ich auch sagen, dass ich ungern immer mit Randoms spiele, weil die halt, wie gesagt, genau so spielen wie das Video, was ich quasi an euch richte. Also es, die Leute hier wären perfekt aufgehoben, wenn die sich mal mein Video hier angucken würden, denn das sind alles Tipps, die ich quasi mitteile, die entsprechend sinnvoll sind. Ich kann also nicht vergewissern, dass ich hier komplett fehlerfrei durch die Map komme. Kann sein, dass ich auch schon mal auf die Fresse kriege hin und wieder. Gerade in Form des Rauches. Rauch ist ein Thema, was ich halt echt nicht mag. Sound ist natürlich auch wichtig. Sehe halt leider gar nichts. Scheiß Rauch muss mal weg, das nervt echt. Intimidating hilft natürlich auch immer mal wieder. Okay, es ist halt selbst zum Spot gelaufen. So, machen wir direkt Resupply, zack, zack, F1, fertig. Und Resupply. Kann euch das bei der nächsten Kiste nochmal zeigen, zwecks, links, zwecks entsprechender, zwecks entsprechend durch die Wand resupplyen. So, wie gesagt, ich mache natürlich hier entsprechend mein Gameplay, hat natürlich so seinen eigenen, sag mal, ich erwähne jetzt nicht alles, was ich hier mache. Ihr seht das ja quasi, wenn ihr eine Frage habt zu irgendetwas, zu irgendeinem Movement oder was ich sonst mache, durch die Tür breachen oder whatever, dann scheut euch nicht, das in die Kommentare zu schreiben mit entsprechendem Timestamp. Was ich da entsprechend gemacht habe. So, ich habe natürlich auch keine Wand, bei der ich es testen kann, aber hier können wir auch wieder F1 machen. Ja, jetzt ging es nicht, weil wahrscheinlich der Counter noch von dem vorigen Spot noch zu aktuell war. Das seht ihr aber auch, wenn ihr in der Kiste steht. Also sollte es mal nicht gehen, dann wartet ihr einfach einen kleinen Moment und dann sollte es eigentlich funktionieren. C-Spot ist natürlich eine andere Nummer hier, das ist relativ heftig. Ja, das Thema zu wissen, von wo Gegner kommen, ist sehr wichtig. Ich weiß, dass im Erfahrungsgebiet immer Gegner auf dem Spot sind. Ich hab schon einen gekillt. Von da hinten kommen auch gerne mal welche, von hier oben kommen gerne mal welche. Tatsächlich einer auf uns. Lang zumindest gerade so. Ah ne, er ist tot, okay. So, C ist natürlich ein ekliger Spot, wir müssen auch aufpassen. Wegen der Drohne. Gar nicht gesehen, der war so schwarz bei mir. Aber ihr seht es halt auch im Laufe des Gameplays, wie gesagt, Recoil Control, Aiming Grip, das macht viel aus und das seht ihr jetzt halt quasi live, deswegen war mir wichtig, dass ich euch eine entsprechende Runde hier nochmal hinten dranhänge, in der ihr einfach mal seht, wie so ein Casual Game von mir aussieht. Das muss jetzt keine besonders gute Runde werden, ich bin jetzt zwar gerade Erster, das kann sich aber ganz schnell ändern. Krieg mal irgendwo einen Klick von sonst wo und dann stehe ich da, dann werde ich schon wieder beschossen.
Genau deswegen, das meine ich nämlich genau so, was meine. Ah, das war geprefired, ist auch manchmal nicht schlecht. Wollte eigentlich einen Modi dahin werfen, damit eben genau das nicht passiert und hier irgendwelche Bots ankommen. Viel Spaß beim Rösten. So, Resupply, F1, F1 und fertig. Vorsicht, hier kommen immer Gegner von vorne. Teilweise sogar entgegen. Wie gesagt, Recoil Control ist extrem wichtig. Das war eigentlich dumm, was ich gerade gemacht habe. Ich habe euch gerade vorhin noch erklärt, wenn ihr keine Muni mehr habt, nicht nachzuladen. In dem Fall war es aber trotzdem sinnvoll, weil mit der Pistole hätte ich vielleicht die Anzahl der Gegner nicht in der kurzen Zeit ausschalten können. Also es ist immer abhängig davon, ja, Erfahrung einfach. Wie ihr quasi, wie ihr drauf seid, wie ihr, was ihr für Erfahrung macht im Spiel. Und an manchen Stellen lohnt es sich einfach entsprechend zu, ja, ein komplettes Mag nachzuladen. Und an anderen Stellen lohnt es sich eher auf die Pistole zu switchen. Grundsätzlich würde ich aber eher zur Pistole tendieren immer. Leider kein Fall, wo ich das mal testen kann mit der Kiste hier zwecks durch die Wand und so, weil die alle so blöd stehen. Aber ihr seht schon, das Resupply geht um einiges schneller, wenn man es mit F1 F1 macht oder auch mit MF1, nachdem ob ihr es euch umbinden wollt oder nicht. Uff. Was denn Mate Muff, was man aufgeballert? Das war knapp. Und auch hier, ich habe natürlich inzwischen meine Main-Posis, auf denen ich immer so hänge, weil ich weiß, von wo Gegner kommen. Und wo es sinnvoll ist, sich eben hinzusetzen. Muss nochmal gerade den Punkt, beziehungsweise den einen Bot noch. Jetzt wieder Punkte. Die Punkte sind wichtig. Objectives würde ich sowieso immer empfehlen. Denn ich sehe auch immer wieder Spieler, die viele Kills machen, aber keine Objectives. Deswegen macht euch Objectives. Die kommen von da, von hier hinten teilweise und auch von hier unten. Aber das, ja, das müsst ihr einfach im Laufe der Zeit einfach Map-Kenntnis und so. Ich will gar nicht wissen, wie viele Mal ich diese Map hier schon gespielt habe. Rauch ist immer kritisch, weil, wie gesagt, gerne mal durchschießen, deswegen im Notfall halt nicht so unbedingt in den Rauch hineinstellen. Und gerade wenn ihr beschossen werdet, auch nicht versuchen zurückzuschießen, sondern einfach in Deckung gehen. Zum Thema Nachladen brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu erzählen. Ihr wisst ja, mit R könnt ihr normal nachladen. Wenn ihr R haltet, zeigt euch die entsprechenden Mac-Inhalt an. Und wenn ihr Doppel-R macht, schmeißt ihr das Magazin weg und lädt komplett Neues rein. Geht natürlich um einiges schneller, dadurch verliert ihr natürlich aber auch Ammo. Gucken wir mal, wie die Runde hier endet. Kann natürlich gut sein, dass es hier am Ende so eine 50-Minuten-Video wird. Aber wie gesagt, da ich euch das hier in Kapitel packen werde und euch entsprechend dieses ganze Video auch, wie gesagt, oder die, sag mal, diese Endrunde auch entsprechend in ein Kapitel packen werde, könnt ihr euch dann selbst entscheiden, ob ihr die Endrunde komplett reinziehen möchtet und einfach mal so komplettes Gameplay von mir sehen wollt. Oder, ja, oder ob ihr euch sagt, nee, ist mir jetzt, möchte jetzt doch nicht das komplette Video gucken und der erste Teil hat mir gereicht, die ersten 20 Minuten oder die ersten 30 Minuten. Ich will es nicht resupplyen, weil es eigentlich nicht notwendig ist. Ich habe noch genug. Ja, und da habe ich einen Klick gekriegt. Das passiert häufiger mal in diesem Spiel. Trotz dessen, dass ich eigentlich drauf war, aber ja, das Spiel denkt sich manchmal einfach, nö, du stirbst jetzt. Und wenn man sich mal den Score anguckt, wie gesagt, es geht besser, aber ich erzähle natürlich, ich erkläre euch nebenbei noch super viel. Und anhand diesem Typen hier, der mit Level 1000 gerade 10-4 hat, sieht man immer mal wieder, dass das Level wahrscheinlich erhackt wurde, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der über 200 Stunden mehr hat als ich, so scheiße spielt. Also, er hätte mindestens so viel haben müssen wie die restlichen, aber er ist eher schlechter als die anderen. So, hier können wir jetzt mal die Kiste nochmal zeigen. Haben wir einen klassischen Fall, Wand. F1, F1, Resupply. Da habt ihr nochmal ein entsprechendes Beispiel. Nee, ich wollte das haben, wo ist meine Waffe? Da, nee, das ist nicht meine. Da, da, jetzt so. Die sind auf jeden Fall zerplatzt hier ganz gut. Hey,
Immer nachladen, bevor ihr auf den Spot geht, weil ihr wisst nicht, was hier auf dem Spot so lauert. Irgendwelche Teammates hier auf ihn schießen. So, erfahrungsgemäß kommt die Gegner von hier hinten. Das stellen wir in Position. Ich bleibe auch die ganze Runde über hier, bis ich einen Klick kriege, was meistens ziemlich schnell passiert, aber... Schauen wir mal. Oh, Punkte Objective bekommen. Das ist immer wichtig, wenn jetzt hier gleich in der Hütte drin spawnen. Teilweise auch von hier rechts kommen, von links kommen. Einer down. Einer down. Noch mehr down. Zum Nachladen, immer in Deckung gehen dabei. Ich weiß nicht, was er jetzt hier will, aber mir auch die, warum er mir so auf die Pelle rückt. Das wäre natürlich Horror, wenn mich jemand blockt, wenn ich umgeschossen werde und in Deckung gehen möchte. Das ist natürlich auch wieder so ein, was schnell mal passiert. Wenn ihr euch noch mehr so solcher Runden wünscht, wo ich euch vielleicht nochmal entsprechenden Input gebe, dann wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich kann euch so viele Videos aufnehmen, wie ihr haben möchtet. Also bei Smoke immer aufpassen. Bewusst stelle ich mich bei Smoke meistens so hin, dass sie mich eben nicht durch den Rauch treffen, denn die Bots schießen wieder sehr gerne durch den Rauch. Und ich kann das halt nicht, weil ich kann nicht durch Rauch gucken. Deswegen auch nochmal Info an euch, versucht das mit den Rauchgranaten zu vermeiden. Es ist eigentlich absolut useless. Im PvP Rauchgranaten essentiell, definitiv, das widerspreche ich euch nicht. Aber im PvE sind Rauchgranaten der letzte Scheiß und es bringt euch gar nichts. Es ist eher hinderlich für euch. Ich muss mein Mauspad sauber machen, denn das rutscht schon seit gestern über die Plischplatte. Ich hatte sogar schon überlegt, das mit doppelseitigem Klebeband am Tisch festzumachen, weil das echt nervt, wenn ein Mauspad rutscht. Ich meine, es gibt nichts Nervigeres als Krümel auf dem Mauspad, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber was ähnlich nervig ist, ist, wenn man die Hand auf dem Mauspad liegen hat, während man seine Maus bewegt. Ja, abhängig, ob ihr Claw-Grip habt oder einen Palm-Grip oder was auch immer. Aber ich habe meine Hand halt während beim Zocken auf dem entsprechenden Tisch liegen. Und ja, andere Leute haben sie, wie gesagt, direkt nur auf der Maus. Aber man, boah, shit, Alter, ja, da hat man sich wieder indirekt auf Teammates verlassen. Auch nochmal einen Punkt, den ich direkt ansprechen kann. Verlasst euch niemals auf eure Teammates. Niemals. Egal, wie gut die sind. Egal, wirklich, völlig egal. Sondern kontrolliert lieber jede Ecke fünfmal. Und denkt nicht, ah, da kommt ja ein Mate rein, der kann ja dann da hinten aufpassen und der wird mich schon decken, wenn ich nachlade oder sowas. Das war wieder ein klassischer Beispiel dafür, dass ich auf den Spot gegangen bin. Ich wusste, dass da noch Mates sind. Ich dachte mir, gut, okay, der Spot ist clear. Mates steht ja da in der Ecke. Ja, und dann habe ich von genau da einen Klick bekommen. So, jetzt kommt der Endspot. Oh, und ich gehe direkt wieder rein, weil Artillerie runterkommt. Aber grundsätzlich würde ich beim Endspot doch versuchen, halt, ja, entsprechend die Bots abzufahren, bevor sie auf den Spot rennen. Das würde ich sowieso grundsätzlich empfehlen, euch einen Spot zu suchen, der nicht direkt auf dem Spot ist, gerade beim Endspot. Weil wenn die Gegner auf dem Spot sind, ist es eigentlich schon zu spät. Besser ist es, ihr killt die, bevor sie auf den Spot kommen. Und die zwei Leute, die vielleicht noch auf dem Spot, den Spot verteidigen, haben ja vielleicht nur ein, zwei Gegner zu töten und nicht irgendwie 10 oder so. So, warte mal, bis die Artillerie-Scheiß vorbei ist. Das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Minuten dauern hier. Das wäre 5 Artillerie-Strikes. Ich mache die Tür bewusst zu, weil ich keinen Bock habe, dass hier gleich ein Bot um die Ecke kommt und mich wegklickt. Ich kann natürlich jetzt Kills machen, aber ich weiß erstens nicht, was mit dem Auto da ist, ob das noch lebt. Und zweitens ist es natürlich nicht so förderlich, bei Artillerieschlag draußen rumzurennen. Das Ganze passiert 5-mal. Wir müssen hier abaimen, manchmal kommen von da hinten welche durchs Tor. Also die meisten kommen meistens hinten von über rechts. Ich kann ja schon langsam mal rübergehen hier. Dass da noch was runterkommt. Naja, das war's. Okay. Dann können wir jetzt mal ein bisschen absahen hier, mal ein bisschen Punkte aufholen. So, ich gehe mal auf die richtige High-Risk-Posi. Die extrem viel zu tun, aber das trotzdem mal machen. Aber nur, weil ich Bock auf ein bisschen Action habe noch am Ende. Und ich glaube, ich gezeigt habe, was ich damit meine. Und ich will euch mal ein bisschen Content liefern hier, deswegen machen wir das Ganze mal ein bisschen actionreicher hier.
7 Leute, deswegen haben wir nicht die maximale Anzahl Bots. Da kommt der Nate. Oh, yo, okay, das mochten die Bots gar nicht. Die kam allerdings von hinten, die Granate angeblich. Also anscheinend hat die irgendein Bot von hinter mir geschmissen. Nicht so geil. Aber gut, ich denke, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das war eine ganz stabile Runde. Nicht die beste, die ich je hatte, aber eine ganz gute. Also von daher, ich denke, ich sollte so einigermaßen vermittelt haben, was ich mit dem Video sagen wollte. Wie gesagt, wenn ihr entsprechend so gut werden wollt wie ich, ohne diese 3 Tode, die ich da hatte, die sind natürlich vermeidbar gewesen und solltet ihr natürlich versuchen zu vermeiden. Aber ja. Ja, mit dem klassischen Fall von... Haben wir noch mal jemanden, den wir uns zugucken können? Ja, vielleicht noch 14 Sekunden. Hinlegen ist natürlich auch gut, um den Recall auszugleichen, aber... Okay, er macht Recall Control. Einer von vielen. Einer von wenigen, besser gesagt. Aber ich sehe es leider immer wieder, wie gesagt. Jetzt haben wir kein Beispiel dafür, sonst hätte ich euch noch mal ein paar Dullis zeigen können, die so spielen, wie man nicht spielen sollte. Aber ja, da wir nicht, leider nicht allzu lange tot waren, konnte ich euch das nicht zeigen. Trotzdem hoffe ich, das hat euch gefallen, dieses Video. Wenn dem so ist, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Wenn ihr wollt, dass ich das Spiel wieder livestreame, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare. Dann streame ich das mal wieder häufiger. Ich streame es selten, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt groß Zuschauer hat. Sandstorm ist leider nicht so das Spiel, was, sag ich jetzt mal, bei vielen sehr beliebt ist oder sowas. Einfach aufgrund dessen, dass hier man, ich weiß nicht, ob man es hier noch sieht, früher konnte man sehen, ja hier aktuell 2832 Spieler online weltweit. Also das ist nicht viel für ein Spiel oder für einen Shooter allgemein. Liegt unter anderem auch daran, dass Sandstorm allgemein ein sehr kleines Entwicklerstudio hat und die nicht so die, sag ich mal, die Gelder zur Verfügung haben, um ein riesen Merchandising draus zu machen, wie ein Call of Duty oder Battlefield oder sowas. Demnach, ja, recht unbekanntes Spiel, aber trotzdem eines meiner Lieblingsspiele und demnach wollte ich euch dieses Video hier entsprechend aufnehmen. Wie gesagt, ich würde mich über Likes, Kommentare und sowas super gerne freuen. Kommentare bin ich immer super gerne sehe ich mal super gerne unter meinen Videos, weil ich da halt auch drauf reagieren kann. Likes, klar, sprechen für sich, aber wie gesagt, beides sehr gerne erwünscht und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream. Ich hatte vorgenommen, in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mehr Tarkov zu streamen, das hoffe ich auch, werde ich mal wieder durchziehen und ja, Sandstorm, wie gesagt, gerne, wenn ihr euch das wünscht, deswegen gerne in die Kommentare. Bis dann, euer Dark Resistance und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.